Oh, Frau Hessen, wie konnte denn das passieren? Ja, ich weiß ja auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe mich halt geschnitten irgendwie. Bleiben Sie mal bitte ganz kurz ruhig sitzen. Ja. Ich hole ein Verbandsmaterial, ja, dass wir es wenigstens ein bisschen schützen können. Nein, geht schon. Ich habe mich ja schon öfter geschnitten, das ist ja nicht das erste Mal. Da ist aber jetzt schon viel Blut dran. Echt? Wirklich? Ich schaue es mir mal an. Welcher Finger ist es denn? Ja, der Zeigefinger. Okay. Okay, das ist aber schon ganz schön tief. Ach, das geht doch schon, da brauche ich doch nicht so viel. Ich mache die Wunde jetzt mal sauber. Brennt das? Das brennt nicht. Nur kalt. Ja. Und das sind sterile Kompressen, dass die Wunde sauber ist. Das ist schon tief. Frau Hessen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, wir brauchen einen Rettungswagen. Oh, nein! Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ich habe mich doch schon öfter geschnitten. Ich will aber nicht ins Krankenhaus. Das glaube ich Ihnen. Aber das ist mir zu gefährlich. So ein kleiner Schnitt in den Finger. Wir finden ihn schon ein bisschen groß. Wirklich? Das machen wir jetzt fest. In der Hoffnung, dass die Blutung aufhört. Sind Sie schwindelig? Nein, überhaupt nicht. So ein großer Verband für so eine kleine Wunde. Tut sehr weh? Nein, ich kann das schon aushalten. Das Blöde ist, dass wir jetzt nicht zum Doktor fahren können, weil Wochenende ist. Jetzt braucht man einen Notarzt. Immer oder? Am Wochenende passiert ja. Das. Ne? So, ich hole jetzt schnell mein Telefon und rufe dort an. Naja, wenn es sein muss. Dass wenigstens ein Arzt angeschaut hat, ob man es nähen muss. Ja, okay. Bleiben Sie dabei. Bitte ruhig sitzen, ich komme gleich wieder. Hallo, hier ist Lisa Müller. Meine Patientin hat sich in den Finger geschnitten. Wir bräuchten einen Notarzt und einen Sanitäter, einen Krankenwagen. Nein, ihr ist nicht schwindlig. Sie ist bei Bewusstsein. Sie sagt, ihr geht es gut und sie will auch eigentlich nicht in das Krankenhaus, aber ich finde, die Wunde gehört sich angesehen von einem Arzt. Ritterstraße 13 in Cham. Okay, super, vielen Dank, bis gleich. Die kommen vorbei, wir müssen es anschauen lassen. Ich packe jetzt die Tasche fürs Krankenhaus, ja, falls sie drin bleiben müssen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe es auch nicht. Die Versicherungskarte ist im Nachttisch, wie immer. Ja, ja. Gut. Bleiben Sie sitzen. Wenn ja, irgendwas ist, rufen Sie. Mache ich. Gut, Frau Hessen. Sie haben sich eine kleine Schnittwunde am Finger zugezogen gehabt. Die ist mit einigen Stichen versorgt worden. Ist jetzt mit einem Pflaster und einem Verband für zu Hause hergerichtet und Sie können mit Ihrer Pflegerin jetzt wieder nach Hause fahren. Sie werden möglicherweise in der Nacht leichte Schmerzen kriegen. Haben Sie denn Schmerzmittel zu Hause, Schmerztropfen? Haben wir welche zu Hause? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann dürfen Sie ein paar Schmerztropfen für die Nacht nehmen. Mhm. In spätestens 2 Tagen sollte der Hausarzt
die Wunde anschauen und nochmal verbinden und dann nochmal zwei Tage später. Ist das gewährleistet? Können Sie? Ja, ich kümmere mich darum. Der Dame zum Hausarzt fahren. Ja. Und dann müsste das vorbei sein. Was Sie noch machen müssen, das steht auch in diesem Entlassungsbrief drin, ist die Tetanus, die Wundstarrkrampfimpfung kontrollieren, wenn Sie Ihren Ausweis haben. Den haben Sie nämlich nicht dabei gehabt, dass das eventuell nachgeholt wird. Und wenn ich jetzt mal abspüle und das wird nass? Die nächsten zwei Tage nicht. Das macht dann ich. Und dann müsste das vorbei sein, dann kann man den Verband abnehmen. Sollte sich die Wunde entzünden, müssen Sie noch einmal zu uns kommen. Ich habe nämlich ein ganz schlechtes Heilfleisch. Bei mir dauert das immer so lange. Das muss der Hausarzt dann entscheiden. Und wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder es sollte noch einmal zum Bluten anfangen, dann müssen Sie einfach wiederkommen. Gut. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente? Nein. Nicht. Gut. Dann nehmen Sie das bitte für Ihren Hausarzt mit, das gebe ich Dankeschön. Ihnen. Dankeschön. Gut, danke. Und dann freuen wir, dass das mit einem blauen Auge abgegangen ja, ist. Ja, ich bin auch froh. Und Sie geben in Zukunft ein bisschen besser Obacht muss ich besser beim Schneiden. Ja? Genau. Okay, also vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Wiederschauen.